Moin allerseits, ich bin Sven und heute gibt es mal ein Video zu einem Thema, wo ich schon unglaublich viele Anfragen zu bekommen habe, also wirklich überdurchschnittlich viele, wo ich mich aber immer so ein bisschen gesträubt habe, was zu machen. Auch aus dem Grund, dass ich keine Lust habe auf die ganzen Klugscheißer, die unweigerlich kommen. Nee, das musst du so machen, wenn du so und so machst, ist das falsch und wenn dies ist und so und wenn du es so machst, ist es sowieso schlecht und wenn der Mond nicht richtig steht und wäh. Das war der eine Grund und der andere war auch ganz einfach der, dass ich keiner von denen sein wollte, der sagt, so müsst ihr euer Messer schleifen, nur mit der Technik und so wird es richtig scharf und ihr könnt Atome spalten und dies und das und jenes. So, denn das ist tatsächlich direkt sogar schon der erste Tipp. Haltet euch von sowas direkt fern. Ich habe schon in unglaublich vielen Videos gesagt, glaube ich, dass ihr all diese Leute, die da irgendein Dogma fahren und meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und könnten für alle Menschen sprechen, wie sie es richtig zu machen hätten und so weiter und so fort, die kann man gleich einfach das Klo runterspülen. Entschuldigung, da muss man einfach so ehrlich sagen. Denn es gibt, wie bei allen Bereichen, verschiedene Geschmäcker, Dinge, die einem mehr liegen, verschiedene Anwendungsgebiete. Manche wollen es, was weiß ich, auf Spiegelpolitur bringen, damit es in der Vitrine schön aussieht und damit man damit wirklich so ein Haar spalten kann. Das ist zwar cool auf der einen Seite, total unnötig, aber irgendwo cool, vielleicht, also ich brauche es nicht, aber das ist dann, wenn man es tatsächlich verwenden möchte, das Messer, gar nicht mal unbedingt so klug, weil ihr dann auf einmal das Problem habt, dass eure Klinge, die natürlich extrem fein sein muss vorne, auch entsprechend empfindlich wird. So, das ist schon mal das Erste, wo wir natürlich diese Lage haben, so, was ist überhaupt die richtige Schärfe für euch, was ist die Gebrauchsschärfe, die ihr braucht. Und schlimm finde ich halt gerade an diesen Videos, die halt immer so dogmatisch sagen, so muss es sein, dass sie halt durchaus viele Leute auch prägen und auch negativ prägen, weil gerade Anfänger sich natürlich sowas anschauen und denken, oh okay, der hat vielleicht so und so viele Abonnenten, der weiß, wovon er spricht. Das wird wohl richtig sein, dass das immer so sein muss. Deswegen auch ganz wichtig einmal an der Stelle, ich will euch nicht zeigen, so sollt ihr das machen. Ich zeige euch, wie ich das mache. Und ganz ehrlich, ich kriege meine Messer immer auf Rasurschärfe. Das heißt, so falsch kann es nicht sein. Aber da hat natürlich jeder so seine Vorlieben. Und wie gesagt, Schärfe ist dann auch so das Ding, wie viel oder welche Schärfe wollt ihr denn haben? So, mir reicht es immer so als Maximum der Schärfe, dass ich so die Haare runter rasieren kann, ohne dass ich mir da irgendwie die Haut aufreiße, sondern einfach normal runter rasieren. Das ist das absolute Maximum an Schärfe, was ich haben möchte. Bei größeren Messern für gröbere Arbeiten sogar tendenziell sogar noch ein Tuck weniger als diese Haarschneideschärfe. Wirklich ein Tuck einfach weniger. Hat sich für mich einfach bewährt. Wie gesagt, auch da macht euch eure Gedanken, was ihr haben wollt. Aber einfach nur, um das einmal zu erklären, warum bei den gröberen Messern, da habe ich auch tendenziell eher gröbere Arbeiten vor. Und bei gröberen Arbeiten ist es durchaus sinnvoll, dass die Klinge nicht zu fein ist. Sie soll nicht stumpf sein. So, ne? Stumpfe Werkzeuge sind nie gut. Aber man muss es da halt nicht übertreiben, dass man dieses Haarspaltenschärfe hat. Wenn man da Spaß dran hat, alles gut, aber es ist in den meisten Fällen einfach nicht notwendig. Also macht euch einmal Gedanken, was habt ihr mit eurem Messer vor? Wollt ihr damit betonen und hacken und so weiter und so fort? Dann achtet tendenziell darauf, dass ihr nicht zu fein schleift, weil dann erhöht ihr natürlich die Gefahr, dass ihr einfach auch Ausbrüche kriegt. So, das muss nicht unbedingt passieren, ne? Aber je feiner ihr die Klinge vorne, das hängt natürlich auch von der Klingendicke insgesamt ab, aber je feiner es natürlich dann nach Ende runtergeht und der Stoß jetzt beim Hacken insbesondere, aber auch beim Spalten, aber beim Hacken fast noch mehr, je feiner es vorne ist, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann Schaden verursacht. Das nächste, was ich jedem nur raten kann, ist dafür zu sorgen, dass die Messer gar nicht erst richtig stumpf werden. Gut, gerade wenn man Messer gebraucht kauft oder halt manchmal leider Gottes auch von Werk, kommen die Messer wirklich zum Teil stumpf wie ein Löffel an, da habt ihr keine andere Wahl, dann werdet ihr Zeit brauchen. So, aber wenn ihr ein Messer habt, was ihr einmal auf eine gute Schärfe gebracht habt oder was von Werk auf guter Schärfe war, seht zu, dass ihr nicht so lange wartet mit dem Nachschärfen, bis das wirklich komplett stumpf ist und ihr damit irgendwie so über die Hand drücken könnt, ohne dass irgendwas passiert, sondern kümmert euch immer mal wieder zwischendurch drum, denn das wird die Zeit, die ihr investieren müsst, deutlich, deutlich verkürzen. Ich habe es zum Beispiel so, dass ich gerade, wenn ich jetzt über ein Wochenende hinaus bin, also beim Wochenende brauche ich meist nichts mitnehmen, aber wenn ich länger unterwegs bin, habe ich immer so eine kleine Tasche, da mache ich euch auch nochmal ein Video. Und da habe ich so ein paar Sachen einfach zur Pflege mit dabei und zur Reparatur mit dabei und unter anderem auch immer was dabei, um mein Messer wieder einfach vernünftig auf Stand zu bringen. Und wenn ich das Messer einfach viel verwendet habe, mache ich es in der Regel so, dass ich am Abend, ja, wenn ich im Camp sitze und vielleicht gerade was zu essen gemacht habe oder so, dass ich dann einfach mal kurz den Schleifstein raushol, zack, und einfach so ein paar Züge rübergebe oder übers Leder gehe und dann einfach die Schärfe wieder herstelle und dafür sorge, dass meine Messer nie wirklich richtig stumpf werden. Denn natürlich, je mehr das abgetragen ist und je stumpfer das Messer ist, desto mehr Zeit müsst ihr investieren. Eine Frage, die auch ganz oft aufgetaucht ist, ist immer dieses, soll ich mit der Klinge auf mich zu, von mir weg, entgegengesetzt und so weiter und so fort. Soll ich vorwärts, soll ich rückwärts, soll ich runter? Und ganz ehrlich, das ist scheißegal.
Mit einer Ausnahme. Wenn ihr das Messer über Leder zieht, dann solltet ihr immer entgegen der Klinge gehen, dass ihr also nicht das Leder reinschneidet, sondern immer ne, den Rücken vorne und in die Richtung streifen, dass ihr nicht ins Leder schneiden könnt, weil das Leder natürlich sehr weich ist. Und wenn ihr dann nicht ganz den richtigen Winkel trefft, dann schneidet ihr ins Leder, wenn ihr also mit der Klinge, mit der Schneide zuerst nach vorne geht. So, aber auf einem Stein, und da weiß ich, werden mir viele widersprechen, aber ganz ehrlich, ich mache den Spaß jetzt auch bald seit knapp 20 Jahren und es ist scheißegal. Es ist wirklich egal, ob ihr so längs oder ob ihr wild hin und her. So, und da findet ihr auch unzählige Videos auch von Messermachern, die euch im Prinzip genau das sagen. Der eine sagt, oh, ich mache das immer so. Der andere sagt, oh, ich mache das immer so. Und beide machen wirklich brachial scharfe Messer. Und woran liegt das? Weil es egal ist und weil sie einfach wissen, was sie tun. Wissen, was sie tun, das führt zur nächsten Frage. Wie schleife ich denn eigentlich richtig? Ja, und da wird es tatsächlich schwierig, das in einem Video zu vermitteln. Denn das ist einfach, und das musste ich selber wirklich eine ganze Weile lernen, weil Schleifen früher eine Sache war, die ich nicht gerne gemacht habe. Das hat mich immer aufgeregt und ich habe da sehr viel geflucht, bis ich das irgendwann einfach, bis so der Knoten geplatzt ist. Aber das ist ja leider Gottes Gefühlssache. Natürlich könnt ihr diesen Trick machen, ihr habt ja auch sicherlich schon 100-mal gehört. Ihr könnt euch ein Edding nehmen und könnt euch vorne die Phase, ne, die Schneide, einfach schön einmal schwarz machen und dann könnt ihr das runterschleifen und dann seht ihr genau, wo ihr trefft. Das ist für den Anfang auch nicht verkehrt. Also wenn euch das hilft, macht das auf jeden Fall. Es schadet definitiv nicht. Und so kann man ein bisschen besser sehen, wo man tatsächlich trifft beim Schleifen und wo man Material abträgt. Was ich für mich festgestellt habe, also ich habe es tatsächlich nie mit diesem Trick gemacht. Ich habe es ein, zwei Mal versucht, aber irgendwie hat es mir nicht richtig geholfen und mir auch nicht. Ich hatte da nicht so diesen Aha-Moment, auf einmal lief das alles. Was mir immer so ein bisschen geholfen hat, gerade in den Anfängen, war so die Assoziation, als wenn ich ganz fein, als wenn der Schleifstein ein richtig harter Käse wäre und ich möchte ganz, ganz hauchdünn die obere Schicht abschneiden, so wenn ich in die Richtung gehe. Einfach nur so als Assoziationsbeispiel. Das hat mir immer so ein bisschen am Anfang geholfen. Da bin ich nämlich immer noch sehr strikt gewesen, was die Richtung angeht und nämlich immer schön in die Schneide und dann meistens tatsächlich so in meine Richtung beziehungsweise einfach die Schneide zuvorderst. So habe ich angefangen damit und dann habe ich irgendwann das andersrum gemacht. Das hat genauso gut funktioniert. Mittlerweile gehe ich tatsächlich hin und her, weil es schneller geht und weil es genauso gut funktioniert. Unter dem Mikroskop sieht es bei dem einen natürlich etwas gegebenenfalls etwas glatter aus als bei dem anderen. So, aber wie es unter dem Mikroskop aussieht und wie es in der Vitrine aussieht, ist mir in der Regel immer scheißegal. Mir geht es ausschließlich immer um den Nutzen, um die tatsächliche Praxis und wie es einfach draußen funktioniert in der Verwendung. So, und diese Assoziation, dass ich wirklich fein was abschneiden möchte von diesem Stein, das hat mir, ohne in den Stein reinzudrücken, so einfach darüber, das hat mir tatsächlich sehr, sehr geholfen, da einfach diesen Dreh zu kriegen und ja, das einfach aus der Hand zu kriegen. Denn das ist nämlich dieses Ding, man kriegt da irgendwann ein Gefühl mit, das kostet nur einfach wahnsinnig Zeit und das ist genau der nächste Punkt, den ich hier als Tipp haben möchte, was auch bei mir immer anfangs ein Problem war früher, dass ich einfach viel zu ungeduldig war. So, der nächste Tipp ist nämlich schlicht und ergreifend, ihr braucht Zeit. Natürlich hängt das vom Stahl ab, auch wenn ihr einen ganz einfachen Stahl habt, der, was ich nach dreimal verwenden, fängt ja schon an stumpf zu werden, den habt ihr in der Regel auch relativ schnell wieder auf Schärfe gebracht. Da könnt ihr meist einen Kieselstein nehmen. Habt ihr so einen super High-End-Stahl und ihr habt es geschafft, den stumpf werden zu lassen, dann werdet ihr da schon wirklich Zeit investieren müssen. Und ich meine halt nicht, oh, dann dauert es mal 10 Minuten. Ihr könnt euch durchaus mal, wenn ihr das wirklich stumpf gemacht habt, eine halbe Stunde oder Stunde am Gange sein. Also lasst euch da nicht entmutigen. Und habt einfach die Geduld und macht das. Also ich mache es ganz gerne tatsächlich im Camp, wenn ich mein Lager aufgebaut habe, so als Abendaufgabe. Das habe ich, so kam ich nämlich tatsächlich dazu, dieses Video zu machen. Denn ich wollte ein Messerchen heute wieder auf Schärfe bringen. Das wird wahnsinnig schnell stumpf. Das hat keinen sonderlich guten Stahl. Aber da, das ist ein Linder, das gute alte Linder Pfadfindermesser. Und da Linder ja leider aufgegeben hat, ich weiß gar nicht genau die Gründe, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall produziert Linder keine Messer mehr. Die haben die Tore geschlossen. Leider. Und ja, diesen hier, den wollte ich einfach noch ganz gerne haben. Aber wie gesagt, die Schärfe bleibt nicht lange, aber macht trotzdem Spaß, das Messer. Und in dem Zuge wollte ich halt einfach wie jetzt heute, wenn ich schön draußen bin, einfach ganz gemütlich das Messer schärfen und euch so ein bisschen was dazu erzählen. Ich fange jetzt hier nicht an, über Stahlsorten zu erzählen. Das ist ein Video für sich selber. So, und da geht es mir auch ganz oft zu sehr ins Esoterische, muss ich sagen. So, weil bei manchen Sachen ist einfach auch ganz viel dran Glauben mit drinne. Ohne Frage, also bevor jetzt jemand irgendwie sich gerade aufregt, haben gerade die Superstähle haben natürlich tolle Eigenschaften. So, das ist denen gar nicht abzusprechen. So, aber das ist manchmal so aufgefasert und die einen schwören auf das, die anderen schwören auf das und schwören dagegen und so weiter und so fort. Schaut, was für euch funktioniert. So, das ist, ich sage es in so vielen Videos und ich kann nur hoffen, dass ich da zumindest die einen oder anderen von euch erreiche mit, hört nicht so sehr darauf, was die anderen Leute sagen, sondern
Lasst euch davon vielleicht inspirieren, lasst euch so die eine oder andere Idee gehen, aber testet für euch aus, was funktioniert. So, und man kann so viele Videos gucken, wie man möchte. So, und sich alle Tutorials angucken und alles, aber ob irgendwas für einen funktioniert, findet ihr immer nur raus, wenn ihr es tut. Also wenn ihr draußen seid und in der Praxis. Und das findet ihr auch nicht irgendwie durch einmal machen raus und so. Ich meine, man meinte schon, aber grundsätzlich nicht. Sondern es ist einfach so, das ist ein Prozess, der zu dem Ganzen mit dazugehört. Eine weitere Frage, was für einen Schleifstein soll ich nehmen? Groß, klein, Wasser, Öl, wie auch immer. Ja, und auch da, deswegen, wie gesagt, das ist der zweite Grund, dieses Video, was ich mich da immer so ein bisschen gesträubt habe, weil ich euch keine Pauschalrezepte geben kann. Und ich kann euch, und ich will euch auch gar keine pauschalen Antworten geben. Ich arbeite wahnsinnig gerne schon immer und nach wie vor so mit kleinen Schleifsteinen. So, ich bin ein Riesenfan von dem DC4, Fjällniven DC4. Ich packe euch das auch mit in die Infobox. Und habe jetzt vor einer ganzen Weile, habe ich mir stattdessen auch einfach mal so einen kleinen Arkansas-Stein geholt. Da gibt es von Puma, also Puma Messer, der Messermarke, nicht die Sportmarke. Gibt es ein cooles Set, wo halt auch so ein Schleiföl mit bei ist. Und das ist ein Arkansas-Stein, der auch eine richtig schöne Größe hat. Und das Ding liebe ich. Also das muss ich sagen, das mag ich mittlerweile noch lieber als mein DC4, so sehr ich den DC4 auch mag. Das ist der DC4, beziehungsweise das ist sogar der DC3. Der ist in meiner kleinen Tasche mit drin. Der ist sogar noch kleiner. So, und ich habe lange und mehrere verschiedene größere Steine gehabt. Ich hatte auch den Diamant hier, DMT, DMT Duo Sharp hatte ich auch. Die sind auch gut, auf jeden Fall. Die nehme ich halt nie mit nach draußen und ich bin einer, der macht einfach diese Messerarbeit gerne draußen, weil ich nehme das Messer dann mit, was ich gerade in Verwendung habe und mache das dann einfach in diesem Zuge gleich mit. Finde ich einfach gemütlich. Ist für mich dann einfach keine, ich muss mich jetzt hinsetzen und muss das machen, sondern das mache ich in den Zuge ganz entspannt mit. Es geht an den größeren Steinen natürlich schneller. Ich mag, kann ich euch gar nicht sagen, Naturstein. Ich mag sowohl Naturstein als auch den DMT mit der Diamantbeschichtung. Ist halt einfach super praktisch. Man braucht kein Öl, man braucht kein Wasser, man kann direkt loslegen. So, bei den Wassersteinen, die sind natürlich richtig gut und damit kriegt man die Sachen richtig, richtig fein runter. Ich habe aber persönlich nie einen Nerv drauf, die Dinger erst in Wasser einzulegen und so weiter und so. Habe ich keinen Bock drauf. Die sind gut. Und ich will euch halt auch nicht erzählen, was ihr machen sollt, sondern ich erzähle euch, was ich mache. Und mich hat das immer gestört, dass das halt immer so ein Prozedere war, die dann erst einzulegen und dies und das und jenes. Deswegen, habe ich da mal keinen Bock drauf gehabt. Deswegen habe ich da Diamantschleifsteine weitestgehend favorisiert. So, nun haben natürlich die einen oder anderen, mit den kleinen Steinen kannst du auch nie und immer große Messer schärfen. Ja, doch, problemlos. Also, gar kein Thema. Ich habe mit diesem hier, mein Icon Defender 130. Das hat Klingenlänge, kann ich euch nicht sagen, könnt ihr ja mal googeln. Ist auf jeden Fall kein kleines Messer. Als auch mein White Hunter, Puma White Hunter, problemlos scharf bekommen. Das ist aber halt einfach Übungssache und das ist einfach auch Geschmackssache. Ich habe, obwohl es bei den größeren Steinen tendenziell schneller geht und man halt auch schön so arbeiten kann, ne, habe ein besseres Gefühl und das habe ich schon immer und das hat sich für mich einfach bewährt und ich habe über die Jahre schon wahnsinnig viel anderes ausgetestet, aber ich habe trotzdem ein besseres Gefühl, wenn ich den Stein so habe und so arbeite und einfach durchgehe. Ich habe schon gesehen, ich gehe mittlerweile hin und her, das hat sich für mich einfach bewährt. Ich mag den Arkansas-Stein sehr gerne, hier ist jetzt gerade noch, werde ich gleich einen Tropfen Öl drauf geben. Und ich finde es einfach super angenehm, dass man das einfach schön draus machen kann. Die sind klein, die wiegen nichts, hält sich kostenmäßig dann auch im Rahmen, finde ich, weil dadurch durch die Größe hat man weniger Material. Denn das ist das Nächste. Ich mag nicht die super billigen Sachen. Also ich meine, DC4 und 3 sind jetzt auch keine super teuren Sachen. Das ist ein solides Mittelfeld. Und der Arkansas-Stein ist jetzt auch irgendwo im Mittelfeld, würde ich sagen. Aber dadurch, dass sie halt klein sind, hat man da schon wirklich ganz gute Qualität. Für die großen Steine kann man schon richtig Geld lassen. Hat auch seine Berechtigung. Also es ist halt, die sind halt einfach super duper fein. Die ganz billigen Sachen, die ganz billigen Steine auch, ganz egal was, ob klein, groß, ob Öl, Wasser oder was auch immer, den ganz billigen Krams, das taugt meistens nicht viel. Wie findet man den richtigen Winkel? Man kennt seine Messer ja. So und selbst wenn die Messer neu sind, wenn man damit schnitzt, man weiß ja schon irgendwo, wo ist der Punkt, dass man, wie hält man das Messer? So, ich fange nicht so an, irgendwie einen Baum zu schnitzen. Und wenn ihr was schnitzt, dann wisst ihr ja auch, wie ihr schnitzt und wie ihr das Messer haltet und wie ihr die Bewegung macht, um einfach ein bisschen Holz abzuschnitzen. Und ihr werdet da ja auch merken, und das kann ich euch einfach auch empfehlen, da eure Messer kennenzulernen. Je nach Winkel beißt sich natürlich die Klinge tiefer ans Holz oder feiner ans Holz. Und zum Schleifen am Stein, gleich welcher Sorte, wollt ihr halt immer dieses Feine haben.
als wenn ihr wirklich fein, als wenn ihr Featherstics runterholt, als wenn ihr fein wirklich über das Holz rüber geht. Und das ist der Winkel, den ihr haben wollt. Und das war die Art und Weise, wie ich mir tatsächlich die Winkel nach Gefühl einfach ja, beigebracht, in Anführungsstrichen, habe. Weil beim Schnitzen denkt man da nicht drüber nach. Man schnappt sich sein Messer und man schnitzt, ne, und hat da ein Gefühl für und weiß, so schnitze ich das jetzt an. Wenn man feine Hobel runterholen will, weiß man, okay, man hält das Messer in einem anderen Winkel und schnitzt dann feine Striemen runter. So, und genau das Gleiche hat man ja beim Schleifstand auch. Nämlich, ihr wollt wirklich fein darüber. So, und deswegen ist es halt wirklich eine Gefühlssache und ich bin da nicht mit dem Winkelmaß oder irgendwas bei, sondern es ist genauso, als wenn ihr euch einen Hering schnitzt, dass ihr guckt, wie fühlt es sich denn richtig an, das Messer zu halten. Und so hat es bei mir halt angefangen, einfach irgendwann plopp zu machen und vernünftig zu klappen. Und ja, ist seitdem auch so geblieben. Das nächste, was ich häufiger mal sehe, da kriege ich zwar keine Frage drauf, aber das möchte ich euch als Tipp ganz gerne mitgeben, verwendet weniger Druck, als ihr denkt. So ganz, ganz viele nutzen tatsächlich Druck und denken so, oh, das ist ja Metall, ich muss von dem Metallmaterial runter und habe jetzt nur diesen Stein, deswegen muss ich da richtig drücken und Gas geben. Und das ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich relativ sanft, gerade beim Diamantschleifer. Wenn ihr also weder Öl noch Wasser noch habt, sondern wirklich eine Diamantoberfläche, dann müsst ihr relativ sanft drüber gehen und gar nicht mit so viel Kraft und so viel Druck. Also ich mache es, wie gesagt, bei mir. Und dieses, also den Arkansas mag ich einfach wahnsinnig gerne. Der hat sich so für mich bewährt. Und das ist halt so ein Set, das ist halt gleich Öl mit bei. Da habe ich jetzt gleich natürlich, wenn ich am Quatschen bin, viel zu viel drauf gemacht. Da geht man wirklich ein paar Tropfen drauf. So, das ist einfach das Schmiermittel. Genauso wie beim Wasser ja auch, dass das ein Schmiermittel ist, wo ihr dann nachher die Schleifpaste habt. Einfach das, was sich von Stein und Material vor allem eben abträgt. Und damit kriegt ihr das Messer eben scharf. So, und dann gehe ich einfach tatsächlich ganz gerne, ich schnappe mir den Stein so. So, ich verteile einmal kurz das Öl so ein bisschen hin und her. Und dann mache ich nichts anderes, außer vor- und zurückgehe. Natürlich bei der Spitze, das einfach auch mal gesagt, ihr könnt hier ja relativ gerade bleiben. Hier hinten muss man so ein bisschen abheben, damit ihr die Spitze eben auch mit erwischt. So, und dann ist das wirklich entspannt vorgehen. Das mache ich dann eine ganze Weile. Wie lange? Probiert es immer mal wieder aus. So, und ich weiß auch in ganz vielen Videos, habe dann immer, und das sind alles gute Tipps, also versteht mich nicht falsch, das waren nur Tipps, die mir tatsächlich nie geholfen haben. Dann war immer so dieses, oh ja, und dann spürst du den Grat und du machst so weiter, bis du auf der einen Seite den Grat spürst, dann wechselst du die Seite und machst dann die andere Seite und dann, dass du den Grat wieder brichst und so weiter und so fort. Ich habe den Grat nie gespürt. Also, gerade am Anfang nicht, definitiv nicht. Und deswegen hat mir das nie geholfen, auch wenn es natürlich absolut korrekt ist. Wenn ich einfach so weiß, okay, ich bin schon langsam, wenn ich zwischendurch mal getestet habe, ich bin schon eigentlich kurz vor dem Ergebnis, was ich haben möchte, dann mache ich das dann wirklich so 10-mal die eine, 10-mal die andere Seite, 9-mal die andere eine Seite, 9-mal die andere, 8-mal, 7-mal und so weiter und so fort. Das ist dann so das Finale, was ich mache. Und ich fahre mit dem Hin- und Herfahren echt am besten. Könnt ihr jetzt natürlich wenig sehen, aber wie gesagt, es geht mir jetzt auch nicht, euch eine Schleiftechnik zu gehen. Wie gesagt, zum Schluss ein bisschen anheben, damit die Spitze, das werdet ihr aber auch sehen, wenn ihr die ganze Zeit beim Hin und Zurück oder wenn ihr nur in die eine Richtung geht, das könnt ihr genauso machen oder nur entgegengesetzt. Wie gesagt, das ist euch überlassen. Und außer beim Leder nie reinschneiden, nie mit der Klinge zuerst, sondern immer, ne, mit dem Rücken zuerst. Ihr werdet das sehen, wenn ihr quasi mit dem vorderen Bereich seid und dann seid ihr hinten, dass die Klinge, die Spitze, ja gar nicht mehr die in den Stein berührt. Das heißt, da müsst ihr automatisch anheben, damit ihr da genauso das berührt wie vorne auch. Und dann ist es irgendwann eine fließende Bewegung, wo ihr einfach zack, vor und zurück geht. Wie gesagt, das ist dann auch ziemlich entspannend eigentlich, wenn man dann so eine Weile dabei ist und sich dann so nach und nach wieder sein Messer auf die Schärfe bringt, die man haben möchte. So, und dann eben schon gesagt, von wegen auf fein, auf grob, oh, welche Körnung soll ich denn nehmen? Wie gesagt, ich bin da sehr unkonventionell. Ich mochte schon immer den DC4 und der hat zwei Seiten. Der hat eine feine Seite, eine grobe Seite und das hat mir immer gereicht. Und ich strebe bei meinen Messern aber auch, wie gesagt, als Maximum das Haarschneiden, die Schärfe an. Das ist wirklich das Maximum an Schärfe, was ich brauche. Darüber hinaus definitiv nichts. Das hat immer ausgereicht. Deswegen war nie Bedarf zu sagen, oh, ich teste groß mit weiteren Steinen und so weiter. Ich habe mit diversen Steinen getestet und da auch wirklich Geld für ausgegeben. Aber am Ende, und das ist das Ding, waren die Messer scharf. Es war scheißegal, mit welchem ich gearbeitet habe. Es geht mit den größeren Steinen geht es definitiv ein bisschen schneller, weil ihr natürlich mehr Vor- und Zurückweg habt. Ihr habt einen breiteren Stein, mehr Fläche, die gleichzeitig bearbeitet wird. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil von den großen Steinen, dass ihr natürlich weniger Zeit braucht, um das Messer zu bearbeiten.
ist für mich halt nicht so das Thema, weil ich es halt immer gemütlich draußen mache. Manchmal auch, wenn ich irgendwie auf Netflix oder so irgendwas gucke, dann schnappe ich mir auch, wenn ich das irgendwie, ne, draußen nicht zukam oder wie auch immer. Oder ich habe ein neues Messer geholt und das war wirklich mega stumpf. Dann mache ich das einfach auch mal vor dem Fernseher, wenn ich halt irgendwo eine Serie gucke oder so. Und dann ist das eigentlich eine ganz entspannte Sache. Und gerade wenn ihr jetzt eure Messer pflegt, und da kann ich halt einfach immer nur zu raten, das ist auch immer was, wo ich immer mal wieder Kommentare kriege, oh, deine Sachen sehen noch aus wie neu. Ja, ich pflege meinen Scheiß einfach auch. Das ist mir halt einfach sehr, sehr wichtig, damit die halt einfach so lange wie möglich in Top-Zustand sind. Und gerade bei Messern, die kann man super lange echt in Top-Zustand halten. Und wenn man die nicht irgendwie verkommen lässt, sondern einfach ihnen die Pflege zukommen lässt, die sie verdient haben, dann hat man da auch lange seine Freude dran. So, und wie gesagt, auch wenn das so ein kleiner Stein ist, ich habe keine Probleme damit auch ein großes Messer, weil der Bereich bleibt der gleiche. Also ihr seht ja auch hier, ich gehe vor, zurück und zurück. So, und wenn das Messer jetzt länger ist, würde ich das Gleiche machen, nur noch länger. Von daher, lasst euch dann nicht erzählen, das geht nicht, totaler Bullshit, das geht prima. So, dem einen liegt das eine mehr, dem anderen das andere, aber es geht auf jeden Fall. Und ich arbeite mit den kleinen Steinen einfach mit Abstand am liebsten. So, und ihr habt jetzt den kompletten Prozess mit beobachtet und das Ding war wirklich komplett stumpf. So. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen. So. Und das Messer war ziemlich stumpf, damit hätte ich nicht ein einziges Haar rausgekriegt. Aber das geht wirklich verhältnismäßig schnell. Das hier ist ein ziemlich weicher Stahl, der sich auch sehr, sehr schnell wieder auf Schärfe bringen lässt. Das ist da tatsächlich ein Vorteil, weil es wirklich überhaupt gar keine Mühe ist, jetzt das Messer zu schärfen. Hält aber halt auch die Schärfe nicht allzu lange, das muss man so genau sagen. Das wird bei anderen Messern definitiv länger dauern, die einen höherwertigen Stahl haben einfach. Lasst euch jedenfalls nicht abschrecken, eure Messer selbst zu schärfen und euch irgendwo einreden. Ihr müsstet irgendwie die super duper teuren Steine haben, anders ist das überhaupt gar nicht möglich. Und das muss so und so sein und das darf nur so und so gemacht werden, überhaupt nicht. So, es ist wirklich kein Hexenwerk, aber es erschlägt am Anfang, weil man einfach nicht so genau weiß, okay, was soll ich jetzt eigentlich machen? Wirklich Geduld haben, sich überlegen, wie halte ich das Messer, wenn ich ein feines Stückchen Holz runterschnitzen möchte. Da habt ihr eigentlich automatisch schon den richtigen Winkel, wie ihr es ja auch überschleifen wollt, weil ihr müsst euch überlegen, ihr macht nichts anderes. Stellt euch aber ein Stück Holz vor, was ihr auf Schmirgelpapier packt und ihr wollt da eine Spitze, so ein V reinmachen und ihr schmirgelt das runter. So, und dann macht ihr die andere Seite, damit sich das in der Mitte trifft, damit das nicht irgendwie so schräg ist, sondern damit ihr einen V habt, was sich trifft. Und genau das Gleiche macht ihr letztendlich auch beim Messer. Bisschen umständlicher ist der ballige Anschliff. Da gibt es verschiedene Methoden. Das ballige ist halt so ein bisschen exotischer in Anführungsstrichen, weil das so habt ihr einen Flachschliff, also so komplett hoch. Dann so habt ihr quasi ein Scandi, ne? Habt ihr hier die geraden Seiten und dann wirklich auf Null runter. Dann habt ihr den Hohlschliff, der ist halt eher so ein bisschen so in die Richtung gemacht. Haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Mache ich euch auch nochmal ein eigenes Video zu, wo ich nochmal erkläre, welche Anschliffe eigentlich wo ihre Stärken und Schwächen haben. Das habe ich auch schon länger vor und jetzt setze ich mich da endlich mal ran. Und ein balliger Anschliff ist halt eher, der hat nicht die klare Kante, sondern hat eine feste Schneide natürlich und geht eher so rund runter, ein ballig eben, wie bei der Axt zum Beispiel. Das macht die Klinge sehr, sehr robust, auf jeden Fall. So, aber es macht es ein bisschen schwieriger zu schleifen, weil ihr halt nicht gerade einfach rüber könnt, weil ihr natürlich diese Kurve drin habt, weil es einfach nicht stringent gerade hoch geht, sondern ihr habt dieses Ballige. Und das heißt, da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr beim Schleifen eben auch genau diese schabenden Anführungsstriche in Bewegung habt, wie er hoch geht. Und ich würde auch tatsächlich beim balligen Anschliff würde ich nicht dieses Hin und Her machen, das hat sich für mich nicht bewährt, sondern beim balligen Anschliff, da mache ich das tatsächlich am liebsten, dass ich mit dem Rücken vorangehe und dass ich da halt einfach so, ja, so eine wellenartige Bewegung habe, um halt diese Form eben nachzuführen. Das ist tatsächlich meiner Meinung nach, auch da streiten sich die Geister, aber meiner Meinung nach ist der ballige Anschliff der mit Abstand schwerste. Was mir am leichtesten zu schleifen fällt, ist definitiv der Scandi. Scandi finde ich super duper einfach zum Schleifen, weil die komplette Form und das ist ja die ganze Bewegung ist quasi vorgegeben, weil ihr einfach stumpf platt draufpacken könnt und ihr habt genau die Faser auf Null und könnt dem nachgehen. Ihr müsst einfach nur, dass das Messer auf der ganzen Kante, die runtergeht, halt immer den Stein berührt. Danach kommt für mich definitiv Flachschliff, das ist fast genauso leicht. Hohlschliff ist jetzt auch nicht, ja, die drei sind wirklich, wenn man einmal den Dreh raus hat, wirklich, wirklich easy peasy. Mit dem balligen Anschliff brauche ich mehr Zeit und finde es nerviger, aber letztendlich ist es auch nicht dramatisch mehr. Aber tatsächlich nervt es mich genug, dass ich aktuell kein Messer mit balligem Schliff habe. Nur meine Axt, die mache ich dann sowieso nochmal auf dem Puck, aber da habe ich euch schon mal ein Video dazu gemacht, wie ich meine Axt pflege. Ja, wie gesagt, ballig
nervt mich meistens und ich bin von den Eigenschaften der Klinge nicht so ganz überzeugt und mag da flach, hohl und Scandi deutlich, deutlich lieber. Deswegen sind das auch die Messer, die ich habe. Jetzt soll es das aber gewesen sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne ab in die Kommentare damit. Ihr könnt mich auch gerne per Mail anschreiben. Ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Dauert mal einen Tag länger, mal einen Tag weniger, je nachdem, wie ich halt gerade Zeit habe. Aber ihr bekommt auf jeden Fall eine Antwort. Bis zum nächsten Mal.